Was haben wir denn für Klassen? Ghost. Also der gefällt mir schon ganz gut optisch. Pathfinder, Roma. Okay, es gibt drei Klassen. Okay. For the apocalypse, you led a typical life, worked a regular job and were known for your kindness and fairness. Possessing intelligence and hidden leadership qualities, you adhered to moral principles. However, there is a dark side to you. Your determination and thirst for power can make you act decisively and uncompromisingly, even against your own convictions. Klingt schon mal cool. Ich sag gut, wie träumen was Schönes. Ghost. Before the apocalypse, the details of your life remained a mystery. Hidden from the eyes of those around you, your character is complex, but harmonisch. It combines toughness and ruthlessness with a deep-seated sense of justice and kindness. Und die Musik ist echt laut. You've always been skeptical of authority and laws, and now that the apocalypse has changed the world, you relish the opportunity to act in accordance with your convictions in this new order. Das mögen viele, ich nicht. Before the apocalypse, your life was a tough struggle for survival, just as it is now. You have an impressive character, passionate and quick-tempered, although you're not inclined to hold grudges for long. In the past, you were a Roma and drunkard. Nee. Also, es ist halt schwierig, wenn man Alkohol immer haben will, in der Apokalypse, glaube ich. Oh, warte mal, da sind ja noch Traits. Charismatisch. Trading skill, resourceful, the healing skill. Ja, da bin ich. Cold-blooded. Sniper rifle, okay. Resilient, stamina, injury resistance, automatic. Oh ja, okay, die automatic. Egal. Weight capacity. Mann! Die haben alle positive Sachen, ne? Looting skill. Loot. Ich bleib trotzdem Pfadfinder. General. Ich hätte gern Frau. Was Asian-likes? Bis auf die Augen könnte. Warte mal. Ach so, das sind alle. Okay, es gibt nur die vorgefertigten. Irgendwie, das sieht so unproportional aus. Das Gesicht ist zu groß für den Kopf. Wisst ihr, was ich meine? Die ist halt süßi. Also, ich schwank zwischen ihr. Ihre Unterlippe ist halt so lang. Ihre Unterlippe, das sieht so... Aber auch so von der Textur, wisst ihr, was ich meine? Nummer 3. Nee, die guckt so böse. Die ist süßi und die ist so... Ich würde die nehmen, wenn ihre... Also wenn... Naja. Kann ich da irgendwas ändern? Nee, ne? Oh. Alright, the first rule is cardio. Now I get it. Oh. All right, the first rule is cardio. Now I get it. All right, the first rule is cardio. All right, the first rule is cardio. Now I get it. Oh, die Stimme ist schön. All right, the first rule is cardio. Now I get it. All right, the first rule is cardio. Now I get it. Ja, die schwarze ist auch hübsch. Ja. Also, weiß nicht, ob du also die davon ist ja hübsch, aber ich nehme sie. Ich nehme die runtergezogene Unterlippe. Ich nehme die. Was ist denn Skin Tone? Oh Gott. Die leuchten im Dunkeln, glaube ich. Ich will Anis Stimme. Nee, ich glaube nicht. Also. Ist ein bisschen Bella, oder? Wir machen vielleicht nicht ganz so. Also, ich weiß nicht. Ich glaube, wir leuchten wirklich im Dunkeln. Augenfarbe. Ja, wartet mal. Das leuchtet alles so. Okay. Narben. Oh Gott, das sind aber keine Narben. Das sind also das ist mit Absicht. Es tut mir leid, ich will ein Püppi. Muss man noch da sagen davon was nicht. Versuch einfach nett zu sein und Dinge zu sagen, die du nicht böse meinst. Dann sollten normale Menschen dich einfach nur darauf hinweisen, wenn du doch was schlecht machst und du sagst, oh, sorry, wusste ich nicht,
Dann werde ich mir das jetzt merken. So, das wäre schön. Oh, Make-up. Let's go. Ach, das war... Ich dachte, die hat Augenringe. Naja, gut. Wo ist die Farbe? Ah, hier. Ich hätte gern schwarzes Make-up und nicht grün. Ist, warte mal, wir brauchen... Ja, das sieht sehr... Ich mach das. Das ist mir zu viel Augenringe, aber das ist wenigstens... Das macht trotzdem ein bisschen müde. Nicht direkt canceln gehen? Nee, lieber nicht. Was soll ich los? Da war gar nichts. Ich kann wirklich voll die Bella machen. Kannst du dich... Kann die sich drehen? Nein, ne? Ist das ein Zopf? Dreh dich doch mal! Das sieht ganz anders aus da hinten. Ich glaube, ich will den Zopf. Ich finde den süßi. Okay, die Haarfarben sind alle... Also... Alle eher so... I don't know. Das sieht halt alles... Wenn die keinen Zopf hat. Ja, sie muss aber irgendwas da hinten haben. Ich finde das halt so... Das sieht so komisch hier aus. Und das sieht irgendwie so... Weiß ich nicht, ich finde das süßi, weil das so ein bisschen verwuschelt ist. Hat sich gerade leicht gedreht. Das war ein Zopf. Ja gut, dann nehmen wir auf jeden Fall den Zopf. Es gibt halt keine richtige... Also es sieht halt alles sehr ähnlich aus. Also selbst das Rot ist so... Weiß ich nicht. Ich mach das, keine Ahnung. Nee, das Rot sieht komisch aus. Okay, ich mach nochmal ganz kurz. Stay put. Show me your hands. Do you hear me? Damn. Is she infected? Looks clean. What do we do? She'll die here. No time. Get her to the car. Hey, can you hear me? It looks like your pupils are responding and your hearing is intact. How are you feeling? When we found you, you had lost a lot of blood. I don't usually believe in miracles. So I assume that your quick recovery is the result of incredible fortitude. Oh, by the way, welcome to Woodbury. I think this is the first time we've ever seen you here. So you're probably not from around these parts. But don't worry, make yourself at home. So, can you get up? Try to get off the bed. Ich habe so Angst, dass jetzt gleich irgendwas Boom macht und es richtig laut wird. Okay, alles gut. Es geht wieder. Great. I'm really glad to see you recovering so quickly. Hallo, Westmann. We've saved people from the outside before, but we practically pulled you back from the brink of death. My name is Leonard, Woodbury's doctor. And you are? Hallo. All right. Your speech organs seem fine. Nice to meet you. Well, I'm sure you have a lot of questions, but our leader, Chris, will fill you in on everything better than I can. So, if you're feeling okay already, you can grab your bag and go take a look around. Don't worry. Everyone in Woodbury already knows we have a newcomer. Okay, ich gehe. Was ist mit mir geschehen? We found you not far from Woodbury, bleeding and unconscious. Hatte nur meine Your Periode. Your car was nearby, overturned, and it looked like you'd been fighting with a large group of infected. It's a good thing we found you in time. Well, anything else? I'm sure Chris will tell you more than I can. Wo bin ich? You're in the survivor colony of Woodbury. Ah. It's the last remaining shelter in New Fortune State.
We've been together for a year now, working together to rebuild our lives in these new circumstances. And so far, luck is still on our side. I'm sure you'll like it here. It's safe and comfortable to live, with enough supplies for everyone. We even have our own shops. It's best for you to see everything with your own eyes, and Chris will give you all the details. Schönen Abend noch, alle zusammen. Christus. Und schlaf später gut, träum was Schönes. Hilfe. Ich gehe, tschüss. Take care, and get well soon. After you talk to Chris, you can always find me at the infirmary. Auf Wiedersehen. Don't forget to take your belongings. They're in the bag by the door. Chris Redfield? Oh Gott. Konservendose. Also wir haben Spaghetti und wir haben, ich glaube, Baked Beans, ne? Ja, Baked Beans. Ist das Fisch? Ach, so steht ja sogar. Geräucherte Sprotten in Tomatensauce aus der Dose. Wie fallen das? Achso, das ist mein Rucksack. Hä? Ach, nehmt. Es hat geblinkt. Das habe ich. Es hat geblinkt. Es hat geblunken. Habe ich nicht gesehen. Inventar. So. Entschuldigung. Ich bin noch im Lade-Server-Dings-Bildschirm. Nimm alle versuche ich da. Achso. Fertig! For weapons and other equipment, you can check out Eddard's shop. Eddard? And if you need medical supplies, you'll be able to buy them from me when I return to the infirmary. Danke, tschüss. Trinke ich hab Durst, warte mal. Ich trinke Wasser. Rechtsklick. You must have been thirsty. If you go out again, don't forget to replenish your food and water supplies at Rob's Bar. Ich kann Sachen aufnehmen, danke. Iss und trink Wasser, um dein Energie- und Durstlevel oben zu halten. Wenn einer der beiden Werte auf Null sinkt, verringert sich deine Gesundheit langsam. Ich kann schon trinken. Ja. Danke, dass ihr Model spielt. Sind wir bei Fallout? Hier sind Mutationen unterwegs, ich sehe das. Fitnessstudio, oh Gott. Sauna? Jetzt bin ich da. Daddy? So. Ah, jetzt ist man auch nicht mehr. Jean. Informiere Chris, dass du wieder ins Bewusstsein gekommen bist. Jean, wo muss ich hin? Jetzt hilf mir alle hier lang. Hi, what's new? Mary wendet gleich. Ich glaube auch, da ist irgendwas falsch. Okay. Es lädt nach, aber ich stelle nichts ein. Traditions of the old world. What will the new world be like without the old? Damit trampelt. Hello, you're the survivor we rescued a couple of days ago, aren't you?
We were all praying for your speedy recovery. It's good to see you're okay. Das ist eine schöne Stimme. Danke. What is this place? Denglisch, wer kennt's nicht, ne? Danke, dass ihr mich gerettet habt. We always tried to help those in trouble. Otherwise, where would we be if we didn't show humanity to each other? Definitely not here. My name is Chris, and I'm in charge of this shelter called Woodbury. Here, we have gathered all the remaining survivors from New Fortune City and the surrounding suburbs. In Woodbury, we all work together towards rebuilding our society, and any help would be greatly appreciated. Each of us would like to live in a better world. A world where our children can play freely on the streets, where we won't have to live every day in uncertainty and fear of death. This dream is what unites all of us. Get to know the members of our close-knit team to see how everything is organized here. Talk to the weapons trader, Edit, the storage keeper, Abby, the bartender, Rob, and Dr. Leonard. After you're done talking, come back to me, and in the meantime, I'll register you. Also, es freut mich, dass du das Gespräch, das Thema von dir selbst aus angeschnitten hast. Kinder, wollen wir zusammen die Welt neu bevölkern? Tja. Geh aus mir raus! Ich glaube, es hakt mit dir nicht! Also. Another day in paradise, ain't it? Let's make it count. Also. I gotta say, today was muss ich jetzt. Muss ich jetzt hier außen lang oder. Nee, ich glaube, ich hätte da abbiegen müssen. Ja, ist Early Access, sorry. Hier lang? Hi there. Nee, das ist nicht unten. Aber ich meine. Habe ich eine Map? Eine Map? Ich glaube, ich bin falsch. Hey, how's it going? Gut und selbst? Ah, hier. Oh Gott. Ich hätte mir vielleicht merken sollen, was er macht. I'll never forget my first encounter. Ja, ich bin jetzt hier. Barely escaped back then. Rutscht mal ein Stück. Greetings, buddy. I see you finally recovered. Let me introduce myself. I'm Eddard, the weapons trader. It was my guys who found you almost dead out there. We don't leave people in distress here in Woodbury. Quite the opposite, actually. Here, I've got something for you. Level der Collision Detection in diesem Spiel innig. Eine Molot-Hunter. Aha. Die Stärke einer Waffe hängt von ihrer Klasse, der Stufe, den Modifikationen und der Munitionsart ab. Wenn die Haltbarkeit der Waffe vollständig aufgebraucht ist, ist sie nicht mehr verwendbar. Daher muss sie rechtzeitig beim Waffenhändler repariert werden. This is the Molot Hunter. Nichts gedrückt. An excellent rifle. Just needs to be assembled at the workbench. Ich kenne nur Merlot. Once you assemble it, you can have it for yourself. It's a gift. With it, you'll have a better chance of making it back home on your own two feet, rather than on a stretcher like last time. No need to thank me. The important thing is that you're alive. The rest doesn't matter. Well, I wish you luck, buddy. If you ever want to buy top-notch weapons and ammunition, or if you want to sell anything you don't need, feel free to come to me. But in the end, it doesn't even matter. Hallo, Noiselle. Hallihallo, hallo, hallo. Ich hab Fragen. Erzähl mir von deinem Laden. In these times, a reliable firearm and a handful of bullets are a person's best friends. And venturing outside without them is strongly inadvisable. It's for this very reason that my shop is the most popular in all of Woodbury. If life is precious to you, you'll stock up with me. It's that simple. You don't need to worry about the quality of the gear. I know my business, and I guarantee that my firearms never miss fire. So, buddy, don't you want to get something for yourself before hitting the road? Ich glaube, Eddard und ich wären echt gute Freunde. Okay, was hast du anzubieten? It seems you're still not on the list of residents. Before I can trade with you, you'll need to complete registration with Chris as a new resident. Mit Chris mache ich don't alles, worry, was? Buddy. It's a quick process. See you soon. Ich habe Fragen.
Wie kann man hier seinen Lebensunterhalt verdienen? Ha! You're standing right now in the most popular shop around here, buddy. If you don't know what to do with your stuff, come to me. I'll give you the best price. After all, any junk can be disassembled and put to good use. Although, of course, I'd be more thrilled about firearms. But you get my point. Brave souls who are willing to venture into the city for new gear and supplies can earn quite well here. So, good luck with that. Mit Christopher Sauna, ja. Erzähl mir ein paar Gerüchte. If you're looking for more ways to get your hands on a good firearm, besides my shop, I suggest paying a visit to the city police station. There might still be something to arm yourself with there, but remember, you won't be the only one with that idea, so watch your back. And if you consider yourself tough enough, then up north, there's a prison. A dangerous place for folks like you. When it began, there was a real slaughter in the prison between inmates, the guards, and the infected. In the end, the inmates came out as the victors. After that incident, they started calling themselves pirates, and their leader, Blackbeard. Oh. Since then, going on raids up north has become very dangerous for us. Fortunately, we haven't seen much of them lately. People say they've left the state to find a better place for themselves. But people are still afraid to go to the prison. You never know what might happen. So if you decide to pay a visit there, good luck, buddy. So hingefallen. Fieselchen, ich habe genau gesehen, was du gemacht hast. Gib mir einen Rat, wie ich draußen überleben kann. Remember, you should give your gun some love and care. So workbenches are its best friend outside. They can be found all over the city. At the workbenches, you can upgrade your weapons with modifications and attachments, which you can either purchase from me or find on your own if you're lucky. The process of installing attachments is simple, so you can handle it even without my assistance. And don't forget to have your weapons repaired at my place from time to time. I'm a pro at it. That's it. Good luck. Wie oft hat uns eigentlich gesagt, wie toll ist? Gott, dann können wir auch das letzte fragen. When the streets were overrun by the infected, shelters were set up all over the city, and Woodbury was one of them, the farthest one from the city center. Now, there are no others left. They were either destroyed by looters or overrun by the infected. We are the only ones remaining. Wie konntet ihr überleben? Like I said, being located far away from the most dangerous areas was the main factor that helped us survive. But that's just luck, and luck alone isn't enough. Woodbury is still standing thanks to the collective efforts of all its residents. We take pride in the fact that it's the safest and most comfortable place in the area, and we work every day to ensure it remains that way. Viel Erfolg bei der Arbeit, Clemmy, und schlaf später gut. Zurück. Handeln. Ach, ich, er darf ja nicht. Don't worry. Ja, Entschuldigung. Auf Wiedersehen. Until we meet again. Baue die Waffe an der Werkbank zusammen. Die Wer... Hat er sich vor mir verbeugt? Hoch, es gibt nette Menschen auf der Welt. Die Waffe, ja. Mehr Haare auf dem Kopf hat als ich. Nein. Nein. Hallo. Ich versuche Freunde zu finden. Ich krieg keine. In der offenen Welt wirst du Werkbänke finden, die unverzichtbar sind, wenn du Modifikationen an deinen Waffen anbringen möchtest. Bevor du eine Werkbank benutzt, vergewissere dich, dass die Umgebung um dich herum sicher ist. Ich dachte, ich habe die bekommen. Verschlussgehäuse. Staubschutz. Ah ja. Ich weiß genau, was ich gemacht habe. Handschutz. Megapul 62 Handschutz. Ja, genau. Taktischer Griff. Stummelgriff 4F. Wie hast du meinen Penis... was? Entschuldigung. Waffeln, mehr Waffeln. Okay, hier ist die Waffe. Grigi. Wo ist denn die Waffe? Du hast nix, was?
Lucky Shot Bar. Ich bin... Tschüss. Ich tanze jetzt schon auf den Tischen. Okay, man kann überall rumlaufen. Aged whiskey is what I love. Rob! Hallo, Rob! How are things going? Also, ich bin nicht so Fan von diesen Oberlippenbärten. Aber er sieht smooth aus. Ich hab Fragen. Bist du Single? Sehen wir ein paar Gerüchte. Alright, listen up. You probably already know that Woodbury gets its electricity from the city. We just hooked it up. That's it. We don't pay a thing for it. Some even call it a miracle. So it's always made us wonder, how is that possible? Well, recently our scouts measured where the highest concentration of electricity is in the city, and guess what? It turned out to be in the Azure Labs building. Yeah, pal. We're still scratching our heads trying to make sense of it. The building itself is abandoned. No signs of life whatsoever. Either we've all been incredibly lucky, or there's something truly significant inside. So if you happen to find something there, let me know, all right? Everyone in Woodbury's eager to find out the truth. Guten Appetit, Deathlash Zero. Und bring uns was mit! Erinnert dich an den Streamer, an wen? Was kann man in Woodbury machen? Oh, Woodbury's quite a sizable shelter. Besides my bar, over the past year we've also opened up a sauna and a gym. You can find them one floor below. You can't miss them. So eat, relax, get some exercise. It's a cycle. Essentially, each of these places offers its own benefits. It's a cycle, a mean cycle. Can't climb anymore. Welchen Vorteil hat die Bar? Pal, there's nothing better than enjoying a good meal. And when your stomach is full, you'll have enough energy to move any mountain. Instead of relying on canned food, it's better to drop by my bar for something healthier. You'll feel better for it. Ein Rat, wie ich draußen überleben kann, von ihm? Der steht in der Bar am Tresen. Der ist nicht draußen, der ist drin. Ich geh mal. Mit dem müssen wir bestimmt eh noch reden. Wir gehen zu Abby. Ich mache jetzt mal, was ich soll. Ich weiß, das seid ihr nicht gewohnt. Aber manchmal überrasche ich euch halt. Okay. Hallo Abby, jetzt Platz da. Hey there. You're the survivor everyone's been talking about lately, right? Ja, die eine von den ganzen Millionen Leuten da gerade. I'm Abby, the storage room keeper. It's the safest place in Woodbury, so people use it to store their personal belongings. I can see your backpack is pretty full. Leave the things you don't need right now with me. It'll make it easier for you to move around. Don't worry. They'll be perfectly safe here. Das Lager öffnen. It's secure here. Great. That's the way to go. The storage room is available completely free of charge for all Woodbury residents. Chris registered you, didn't he? Ja, ja, total. Please talk to him if he... Entschuldigung. Wenn du in der offenen Welt eine tödliche Verletzung erleidest, verlierst du alle Gegenstände in deinem Rucksack. Um zu verhindern, dass du wertvolle Gegenstände verlierst, solltest du sie im Lager aufbewahren. Du kannst auch Gegenstände in deine Schutztasche legen, aber die Kapazität ist begrenzt. Ah. Oh Gott, hier geht mir zu viel ab. Der spielt was. Was spielt denn der? Franz, was spielst denn du? Lass mal mitgucken. Der guckt einen Porno-Chat. Wirklich kein Scammer. Ich glaube auch. Also die Abby, die nimmt sich da immer was von. Hey, Mo guckt was. Okay, zeig mal. Ist es gut? Hey! It's hard to believe it's all real sometimes. Dr. Leonard, was hier? Hey man, come to the gym to work out. Nein, ich gehe nicht zum Gym. Oh, Salat. Tomatoes, basil, lettuce, whatever seeds were found were planted.
If you want, drop in to visit us. Kann ich bei euch mitmachen? Anpflanzen kann ich. Delicious vegetables for the first time. Oh, I'll drop by. Take care of your health. To your health. To your dunkelzeit. Chris wants you to register as a resident of Woodbury. That's great. We always welcome new members to our community. Just yesterday, we weren't sure if you would be okay. Well, in that case, I need to give you this. Ach, die haben Navi und ich noch nicht gehabt. Navigationssystem. Das Navigationssystem zeigt alle wichtigen Punkte und Evakuierungsrouten auf einer Karte des Staates New Fortune an. Du kannst sie auch nutzen, um die Gemeinschaftsaufgaben zu sehen und anzunehmen, die dir die Menschen in Woodbury geben. It's a GPS map of New Fortune City and its surrounding area. It marks all the evacuation points through which you can safely return to Woodbury. Keep an eye on the map. The closer you are to an evacuation point, the safer it will be. According to the rules, I need to wait for confirmation from Chris that you're a registered resident. Once you're done with that, feel free to drop by if you need any medication. All right then. See you later. Take care of your health. Wieso kriege ich von ihm Navi? Come for medication. Navi. Oder bei Zelda. Oh Gott, gucke, gucke. Warum hat der eine Lederjacke und ich nicht? Can you tell me about your zombie fighting tactics? I might want to go on. Today ain't too shabby, huh? Ex-Hamster, was? Diese Premium-User. Schlimm. So. Grob. Und wie laufen die damit? Ich will auch damit laufen. Kann ich hier raus? Frohotel. Chat, wollen wir Urlaub machen? Vor Kardinalhotel. Let's go. Wie komme ich da rüber? Ich hätte gerne eine Map von diesem Ort. Ach, Rob. Ja, den kennen wir doch schon. Natürlich weiß ich, wo Rob ist. Hey, Rob. A good glass of whiskey can brighten up any bad day. Hey, look who's awake. Welcome to Woodbury. Wir haben schon geredet, aber I'm so happy to finally see you alive. I'm Rob, and here's my bar. Dankeschön, Rick. Dir auch noch einen schönen Abend. Schlaf dir gut. Enjoying your time here, huh? Actually, Chris warned me that he'd be sending you my way to get to know each other. So, I prepared a little gift for you. I'm sure it'll come in handy. Medikamente. Ich dachte, die kriege ich beim Arzt. Verwende Medikamente, um die Gesundheit wiederherzustellen, Blutungen zu stoppen und verletzte Körperteile zu heilen. Je größer das erste Hilfeset ist, desto öfter kann es verwendet werden. I kept this first aid kit for myself, but I haven't been out in a while. And I like you, so take it. Maybe it'll save your life again someday. So, did Chris get you registered already? When you're done, swing by here. I always have good food, drinks and supplies in case you're heading out. We'll catch up again, pal. Have a great day. Wir rausgehen. Stop and drink. Direkt erschossen? Wahrscheinlich. Wahrscheinlich, ich dachte, wir können spielen. Gut. Kehre zu Chris zurück. Also, das lasse ich mir nicht zweimal sagen. Hallo! How are things? Woodbury gets better every day, doesn't it? Great. I see you've met everyone. So, what do you think of Woodbury at first glance? Mir gefällt, was ich sehe. Es gefällt mir. It's good to hear that. It took a lot of effort to make Woodbury what it is. Hast du echt krass gemacht. I hope our community lives up to your expectations. I'm confident that you'll find something to keep you occupied here. I'm ready to tell you more whenever you want. So, now I'll inform the team that you're a registered resident. And from this moment on, all the services provided by Woodbury will be at your disposal.
Ich würde es nicht flirten, dann ist eher anschmachten. Werde ich mein eigenes Zimmer haben oder teilen wir uns eins? Woodbury is established on the site of a middle school, so there are no individual rooms left for accommodation. Most residents live in communal areas and keep their personal belongings in the storage room. If you want to have your own home, cars, and storage, we are currently working on setting up a small, safe settlement outside of Woodbury. Every one of our residents can move there if they wish. You can get one of the available plots of land right now. You know what? Let me have our guys take you to the settlement. Just head to the exit, and they'll meet you there. And if you have any questions about the land plot, you can ask me anytime. But I won't keep you any longer. Good luck. Tschüss. See you around. Tschüss. Geh in die Siedlung und prüfe dein Grundstück. Das ist aber einfach hier. Ist hier Deutschland so, ja, also unterschreibe erstmal hier, bezahl das und dann darfst du also vielleicht mal irgendwann ein Grundstück besitzen. Hier so, ja, guck dir einfach dein Grundstück an. Aber ich habe doch noch gar keins gekauft. Das gehört dir. Willst du wissen, wer du warst, so schau, wer du bist. Willst du wissen, wer du sein wirst, so schau, was du tust. Ist mir zu deep. Grundstück. Willkommen auf deinem Grundstück. Hier kannst du dein eigenes Haus bauen, es erweitern und Möbel dafür kaufen. Drücke B, um den Baumodus zu öffnen. Ich habe noch gar kein Haus. Oh, schön ist hier. Errichte ein Zelt. Häuser. $1.6 million? Ich nehme das Geld, das reicht. Das machen die immer so. Grundstück, es gibt umsonst, das Haus kostet umso mehr. Stelle Möbel in dein Zelt. Beistelltisch für ein Feldbett. Wir machen das ein bisschen schief, so wie man es halt auch, also, ne? So wie man es halt machen würde in echt. So mit einem Feldbett. Ein Radio, das ist wichtig. Eine normale Öllampe. Die kommt auf ein Safe. Das ist das Safe. Das ist halt so, da steht 2000 Euro kalt in München. Aber in einer schlechten Gegend. Hallo, Raintech. Gesellschaft zugrunde gegangen. Ich glaube, das werden wir noch erfahren, oder? I've been told that you're settling in nicely. That's great. You can come to your land plot whenever you want. By the way, Abby wanted you to visit her before letting you into the city. So, let our guys take you back to Woodbury now. And then you can do whatever your heart desires. That's all for me. Well, I hope we'll see you again often. Take care. Oh, sieht aber schon cool aus. Ist aber schon ganz hübsch hier. Also würde ich jetzt auch nicht so schrecklich finden. Also wenn das Internet gut ist und es eine gute Anbindung zu also irgendwelchen Einkaufsmöglichkeiten gibt, würde ich jetzt auch nicht unbedingt nein sagen. So, dann gehen wir wieder nach Woodbury. Zu Abby. Ich habe so Angst, dass es im Ladebildschirm crasht und wir den gleichen Mist wieder haben. Nichts ist beständiger als der Wandel. Ohne Glasfaser ziehen wir wieder um. Naja, es muss nicht besser sein als mein Internet hier. Solides Minecraft Texture Pack, ja. Oh, hä? Ich hab gesagt, ich bin Zen. The Army taught me to do daily morning exercises.
See this scar? Scratched by an infected. Der hieß Zen. Aber ich bin doch Zen. Oma? Das ist Oma! Oma! Wegen Ammo, wisst ihr? Naja. Ist er noch weiter, der ist aber ein bisschen dumm. Okay. Hallo. Have a great day. Ja, jetzt bin ich dran. Rutsch mal. You're back. Mm-hmm. It's great that Chris managed to call you here before you head into the city. And I saw your meager equipment and thought, you've just recovered from an injury. I can't let you go out like this. So I've asked Chris to let me give you a little financial aid from Woodbury, in honor of your registration as a new resident. This is enough money to buy another weapon from Eddard, along with ammunition. And I suggest you put what's left in the storage, just in case. Das musst du nicht tun. Danke. Hat sie halt schon, aber... The best thing you can do for us in return is to work with us to rebuild our community. You've probably already received some tasks from the Woodbury residents on your tablet, so don't forget to check them out. And thanks in advance for your help. Just take care of yourself and come back alive. And the rest doesn't matter, okay? Okay, ich gebe mein Bestes. That's great. So, do you want to open the storage room, or do you want to talk about something else? Auf Wiedersehen. Take care of yourself. Oh Gott! Oh. Krieg ich echt One? Ist das ein koreanisches Spiel? Ich wusste das nicht. Kann sein, dass ich es deswegen auf die Wishlist gepackt habe? Aha. Ich habe dich schon eine Weile nicht mehr gesehen. Falls du Zeit hast, schau dir bitte diese Sachen an. Ja, auf jeden Fall. Annehmen. Finden Klempner-Set. Finden Lötkolben-Set. Dichtungsmittel. So wie Menschen nicht ohne Wasser leben können, kann auch die Unterkunft nicht ohne ein Wasserversorgungssystem bestehen. Und in letzter Zeit gab es viele Beschwerden darüber, dass es immer schlechter werden würde. Sorge für eine störungsfreie Wasserversorgung in Woodbury. Ich folge. Wie gehe ich da hin? Wie komme ich da hin? Mami? Hey, man. How are you doing? Muss ich dich reiten kommen? Also, ich möchte jetzt nichts sagen, aber Smooth ist anders. Bitte beendet mich. Nein. Das ist auch lustig. Okay, wir gehen da jetzt hin. Ich hab Angst. Der Weg liegt nicht im Himmel, der Weg liegt im Herzen. Naja, wenn ein Flugzeug ist, dann sollte der Weg schon im Himmel liegen. Jetzt kannst du New Fortune City und die Umgebung auf der Suche nach wertvollen Gegenständen zum Verkaufen erkunden. Nimm genügend Vorräte mit, um nicht in eine brenzlige Situation zu geraten. Hüte dich vor den Infizierten und anderen Überlebenden, die eine Bedrohung für dich darstellen könnten, um zu verhindern, dass du deine Gegenstände verlierst. Solltest du die wertvollsten im Lager oder in deinem Sicherheitskoffer aufbewahren. Wenn du genug wertvolle Gegenstände gefunden hast, geh zu den Evakuierungspunkten, um nach Woodbury zurückzukehren. Dort könnten andere Spieler auf dich warten, also sei vorsichtig. You have entered the danger zone. Collect as much valuable loot as possible and return to Woodbury. Ich finde halt schwierig, dass ich nicht rauszoomen oder reinzoomen kann. Sag mal, wie weit soll ich denn für die Aufgabe laufen? Wir werden nichts überleben. Also, ich weiß nicht mal... Ah, so ziehe ich die Waffe. Also, ich sag, wie es ist, wir sind am Arsch. Und es zuppelt so ein bisschen. Da sind überall Schüsse. Hätten die mir nicht... Also... Es weg. Die sie in New York sein. Das ist aber eher eine Infestation auf Crack wegen der Grafik. Gut, dass es eine Rückerstattung unter 2 Stunden gibt. Ja, ich bin auch... Also ich bin halt generell bei solchen... Die, also in dem Genre nicht ganz so... $17. Schutzkoffer, let's go. Der geht nicht. Aber
nicht viel übrig. So, das Genre ist nicht ganz so meins, weil ich finde es immer so frustrierend, wenn alles weg ist. Musst du safe? Hört ihr? Alles vorbei! Also... Die werden halt alles abcampen und das ist überhaupt nicht meins. 40 Euro auf jeden Fall nicht wert. Ja, ich würde einfach ein bisschen abwarten, bis ich das... Also, ist halt Early Access. Also, ich würde warten, bis das einfach ein bisschen weitergeht, wenn man das Genre mag. Bei mir ist halt das Problem, ich mag das Genre generell nicht ganz so sehr. Und ich habe das Gefühl... Also, es ist leider das, was wir uns gedacht haben, so. Oh Gott. Ich würde ja gerne in die Einstellung, aber... Ich weiß auch gar nicht... Ich fühle mich so reingeschmissen. Ich weiß nicht, was ich looten kann, wo ich rein kann, wo ich loote. Gibt es Lootbehälter, die... Ich habe Muni bekommen. Ich hab mein ganz... Hä? Ich hab's doch in... Hatte ich das nicht alles zu Abby getan? Woher? Ganz normaler Uber-Fahrer. Oh nein! Alarm! Hier ist Musik. Ich würde echt gerne die Einstellung ein bisschen runterstellen, damit es nicht mehr so wubbelt, aber ihr wisst, was passiert, wenn ich in die Einstellung gehe. Was ist das? Was ist das? Ist das einfach die andere Seite gewesen? Soul Food. Schädlingsbekämpfer. Leider sind Mücken noch nicht ausgerottet. Der ist wichtig. Ich finde echt wichtige Sachen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich glaube, wir sind... Ah! Oh! Was? Ich habe einen Arm abgeschossen. Hä? $42? Hinter mir schießt. Wie komme ich wieder zurück? Ich will nach Hause. Hallo, Seven the Cow. Gut und selbst? Ich will nach Hause. Die Zombies sind so laut. Schere ist auch wichtig. Ich bin reich. Wir können uns irgendwann einen Stuhl leisten. Eddard, hilf mir bei der Suche nach... Nein, ich helfe dir jetzt bei keiner Suche. Das wird halt eh so sein. Alles gut und dann boom, tot. So. Da ist ein Haken an der Sache. Ich finde halt scheiße, dass ich alles an Loot dabei habe, ne? Lordies. Da ist ein Zombie. Ich hasse Zombies. Nimm das Haus zusammen. Oh! Ein Lüfter! Und jetzt raus da. Kommt der zu mir? Nee, ne? Oh! Geh weg. Ich finde das Spiel bis jetzt. Wir haben noch nicht so. Sonderlich viel gesehen. Ist schon okay, Abby. Ich muss dir jetzt nicht schreiben. Da sind. Oh, da waren Spieler, glaube ich. Ja. Ignoriere den einfach.
Jeder sollte einen Lüfter in seinem Army-Truck haben. Ja. Nimm die Follower, nicht Zombie. Nee. Verpösel dich! Oh Gott. Die sterben so ganz strange. Oh, vielleicht sind die Personen da hinten und ich bald Freunde. Ich glaube aber nicht. Wieso Evakuierung ohne Rucksack? Warum? Wo ist überhaupt eine... Oh mein Gott, den ganzen Weg... Okay, wir gehen einfach nur den Weg lang. Geradeaus. Wumps. Freunde, was war das nochmal? Die Leute, die einen nicht erschießen wollen. Ich finde, Berlin ist ganz gut getroffen. Ja, also wir können nur froh sein, dass kein Geruch, ne? Seht ihr, die schießen alle. Ich habe gar keine Lust auf diesen ganzen Beef. In solchen Games sind doch alle mal Freunde. Hm. Ich... Oh Gott, Rucke. Ich würde gern einfach... Einfach nur, dass das Zuppeln aufhört. Aber es kann halt auch am Server liegen, ne? Ich bin mir ziemlich sicher, hier lang zu laufen ist gar nicht problematisch. Uns wird niemand was tun, richtig? Ich glaube, es liegt am Server, nicht an mir. Also, so schlecht ist mein PC dann nicht. Was ist das? Weiß ich nicht. Wir nehmen es mit. Oh. Achso, ich brauche zwei Plätze, das ist blöd, aber. $199. Also, ganz ehrlich. So schnell würde ich gerne auch Geld. Ich habe Tap-Tap gehört. Ich glaube, da sind Menschen. Aber ich ignoriere die einfach, weil wir sind doch alle Menschen. Menschen und Zombies natürlich. Die einfach nur Freunde suchen. Richtig? Oh Gott. Hilfe! Oh Gott. Leute. Es ruckelt. Oh mein Gott. Beruhige dich. Oh. Also für 1,6 Millionen bekommst du ein Haus, eine Hütte. Ich glaube, wir müssen normal laufen. Lama-Sohn. Lama-Sohn. Wo bin ich? Ich würde gerne nach da oben, aber das ist halt... Wahrscheinlich sind wir voll... Also wir hätten schon viel früher irgendwo anders... Egal. Die Idee, wie wir das Game schon mal holen. Eher für den Server. Lockheed. Warum ruckelt das so? Haben andere auch Probleme damit? Oder bin ich die Einzige? Oh. Es kitzelt. Genau in der Nase. Nun da bestimmt. Was ist das? So, scheiße, zurück zu. Ich versuche hier rauszukommen, aber irgendwie. Die Müllsäcke wubbeln. Wir laufen einfach quer da durch, ja? Hier, guckt mal, wie hübsch das ist. Wir gucken uns das einfach an. Die Hochhäuser zu sehen. Hier, bitte. Bitte schön. Nvidia. Citro. Oder so. Ja. Und Bäume. Es ist Silvester, macht euch keine Sorgen. Das ist nichts Schlimmes. Das sind keine Ballaballas. Das ist nur... Miau!
Wisst ihr? Also so schön so Feuerwerk. Frohes Neues und so. Dam, da, dam, dam. Empty Space. Coming soon. Oh Gott. Oh, Nio, das stimmt. Ach schön, hier gab es einen Markt. Von den Leuten, die schon gespielt haben, hattet ihr auch ein bisschen, also, Ruckelprobleme? Am Anfang war es ja voll okay, aber je länger ich auf dem Außenmarsch bin, ist irgendwie schwierig. Silvester läuft. Aha. Ich traue mich halt echt nicht in Gebäude rein. Ich würde gerne nach Hause und dann ohne Rucksack rausgehen. Damit, wenn wir sterben, dann sterben wir halt einfach, wisst ihr? Tschüss, ist auf SSD. Ja. 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 HDD klingt immer das nach dem Besseren, aber es ist SSD, ja. Hab's auf C gemacht. C ist die bessere. Hm. Ich will LSD. Nee, dann wär's bunter. Dankeschön für den Bit. Dankeschön. Walking Victor. So, dann gucken wir mal. Ja. Ja. In die Jersey Avenue nach links. Cherry. Cherry Street. Vielleicht ist wirklich irgendwas an meinem PC irgendwas schwierig. Ich störe dich nur ungern, aber es gibt da ein Problem, bei dem deine Talente benötigt werden. Kannst du mir helfen? Welche Talente? Ich habe legit noch nichts gemacht. Ich bin mir wirklich nicht sicher. Also, ich habe aber auch erst 3 Eingänge oder so gesehen. Also, save yourself. Versuche ich gerade, aber ist echt schwer. ABS. Sollte der Server sein, weil zu viele Leute drauf. Ja, was komisch, dass das halt ab und zu mal ruckelt und nicht immer. Oh, das Auto. Ja, wir gehen spazieren. Also, wir joggen hier ein bisschen durch die Gegend, weil, wisst ihr, man bleibt halt immer ein bisschen auf dem Hintern sitzen bei so einer Apokalypse. Und da wollten wir jetzt wieder so ein bisschen gucken, dass unsere Speckpölsterchen, die wir uns angefressen haben, wieder ein bisschen runterkommen, ne? Willkommen zurück. Ich hoffe, es hat geschmeckt. Wundert mich, dass der Auftrag so weit weg ist. Ja, ich habe keine Lust, dahin zu laufen, weil, also, ist ja noch weiter weg als der Rauskommer. Also generell finde ich halt einfach, es fehlt so eine Trainingsmission, wo nicht andere Spieler sind oder wo du nicht schießen, also wo andere Spieler nicht auf dich schießen können oder wenn sie es tun, halt keinen Schaden, wo dir einfach mal erklärt wird, wie es geht. Vielleicht in so einem super kleinen Gebiet oder so, wo dir dann beigebracht wird, okay, du kannst Autos looten, du kannst das looten. Oh. Aha. Hab mich umgezogen. Das freut mich, Dev/Zero. Tim Müller ausgestellt, das sind die anderen, das waren nicht wir. Let's help our planet. Ich glaube, dafür ist es zu spät. Also ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, ich glaub, da hättet ihr ein bisschen früher anfangen sollen. Jetzt erklärt, aber man kann wenigstens einen Offline-Raid starten und sich mal die Map und so anschauen. Deswegen, also es wäre halt einfach cool gewesen, weil... Oh, ja, das ist wichtig. Und der kriegt den Special Place. Was ist das? Ein PC-Mainboard. Chat? Bald haben wir einen Lüfter. Geht das nicht da rein? Ah. Schlaf gut, Xagurax.
Ich finde es halt auch so interessant, dass ich keinen einzigen Menschen gesehen habe bisher. Vielleicht habe ich die aber auch einfach nur wirklich nicht gesehen, weil ich nicht hingeguckt habe oder einfach, weiß ich nicht. Aber es überall Geballer ist. Oh nein! Ich habe auch lange keinen Zombie mehr gesehen. Okay. Und dann nicht in die Biegung, sondern rechts lang. Bald bezieht ein Spendenstream für uns aus, ja. Oh, machen wir da ein Relive, also Raid? Ich weiß nicht, ich nenne es jetzt einfach Raid. Okay, nennen wir es spazieren gehen. Oh, Outdoor-Streams. Wir machen PC auf Rollen. Also denken, du bist der übelste Pro, weil du so offen rumrennst. Ja, das ist also... Mh. 30 Ka... Dein Ernst? Ich muss diese Strecke laufen? Willst du mich... Wie soll man denn da rauskommen? Wenn es eine Straße gibt, die seit Ewigkeiten nur ein... Du schaffst es hier doch gar nicht raus. Ich hab Tape. Wir können unseren PC zusammenkleben. Ich meine, ich habe eine Kassette, sorry. Also Chat, ich weiß nicht, wie ihr es seht, aber ich bin noch nicht so ganz überzeugt. Aber wie gesagt, ich bin auch nicht für sowas gemacht. Ich dachte, es wäre halt so ein kleines Mini-Ding. So, wo du schnell rein, raus, mal so ein paar Sachen looten und dann sofort raus und nicht so dieses 10 Kilometer laufen. Collision Detection vielleicht mich immer... Ja. Tja. Schleichwege, ist alles komplett zu. Checkpoint. Oh oh! Ich habe keinen Stamina mehr! Alter, ich schieß daneben. Wartet mal, aua. Oh Gott, schwere Blutung von einem Schlag. Wenn ich halt mal ziehen würde, ne? Also ich möchte jetzt nichts sagen, aber das ist ein bisschen verzögert, oder? Das ist auch der Grund, warum ich das... Ich finde das Aimen hier gerade echt schwer. Ich muss mit Mission annehmen. Vielleicht dann werde ich ihn ein bisschen verstreut. Ja, aber... Also ich will hier erstmal nur raus. Ich will hier erstmal nur raus. So. Jetzt würde ich sagen... Kann ich mich tapen? Erstmal. In der Mitte. Nee, das ist eine Weste. Das ist für eine Schutzweste. Schön hier. Echt hübsch hier. Ein Panzer. Toll. Kann ich den nehmen und mit dem fahren? Frag für einen Freund. Dann lass dir schmecken, Keksi. Eine Batterie. Jetzt habe ich schon zwei. Ja, und da ballert es schon, wo ich nämlich genau hin will. Muss. Ist das ein Zombie oder ein Hund? Okay, ist ein Zombie. Beep, 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 beep. Nehme ich jetzt den Weg mit dem Zombie? Weil da ist ja scheinbar kein anderer Spieler. Oder gehe ich da, wo es geschossen hat? Naja, egal. Apfelsaft hilft auch gegen vorsichtigen Tod. Ich finde solche...
ich weiß nicht warum, aber ich finde solche Häuser, so diese typischen Ami-Häuser, ich finde die so schön. Auch so dieses Vorgarten, ich weiß nicht warum, ich finde das echt cool. Mike, wer bist du? Kannst du mir dabei helfen, Freund? Ich kenne dich nicht! Wer bist du? Spam ist also auch nur eine Sache. Ja! Gut. Vielleicht sollte ich lieber Muni statt Rubik's Cube mitnehmen. Geht nicht? Egal. Hallo, Steph. Dass sie genauso schnell abgerissen sind, wie man sie aufhört. Das stimmt. Das stimmt. Hm. Wo muss ich denn lang? Vorne links. Das Haus nehme ich. Das ist schön. Ich finde die wirklich schön, die Häuser. Ich gehe da nicht rein. Ich gehe in kein Haus rein. Ich will... Oh Gott. Ich will erstmal meine Sachen wegbringen. Oh, die Hose. Guckt euch die... Das ist eine schöne Hose. Ich gehe ein bisschen im Wald spazieren. Das hat nichts gebracht. Ich wollte nur alleine raufen. Laufen, nicht raufen. Ja. Oh Gott. Wie schießt sie denn? Zielt sie denn? Hallo, zielen, danke. Manchmal verstehe ich das nicht. Also, ich schieße, es macht Pum, aber es gibt keinen Einschlag. Also, nee, scusa, aber was ist das? Das war aber jetzt... Naja, wir haben $300. Das Referee-Feedback ist gleich noch... Ja, es fühlt sich ein bisschen strange an, um es nett zu sagen. Okay, noch ein bisschen dann links. Na, immer meine Medical-Jacke hat schon eine Ami-Haustäne geträumt und natürlich Mordfälle nachgeträumt, weil ständig in meinen Ohren hing. Medical Detectives ist eine super coole Serie. Eine HDD! Ist zwar keine SSD, aber also langsam haben wir unseren PC. Also viel fehlt nicht mehr. Evacuation Route? Ist das wirklich? Ich habe das Gefühl, das ist falsch, das ist Bait. Bitcoin meinen hier losgehen, das Haus gesichert. Let's go. Da war kein Schuss. Ich meine, ich ziehe doch echt gut gerade. So nicht. Es geht so nicht. Kommt schon. Oh, das ist eine hübsche Jacke. Attention. Attention. Ich brauche eigentlich nur einen Platz.
das ist ein Energy Drink mit Batterie. Ups. Wartet. Ich bin sofort da. Ich habe zwei Haken. Ich will das Unterhemd dabei haben. Klamotten sind wichtig. Dankeschön, Dominik, fürs Subgift an dev/zero. Dankeschön. Hallo, Yoshi. Okay, wartet. Und jetzt einfach geradezu, ja? Kann ich irgendwie mich angucken? Naja. Der Energy Drink, eine Batterie. Ja, ne? Komischer Energy Drink. Also komisches Design. Aufgabe, die Quelle des Lebens. Also wir gehen alles abgeben. Oh. Können wir das Auto in ganz haben? Stimmt, also es gibt ja Autos. Ich will nur nicht wissen, wie teuer die sind. Wenn, also echt schäbige Waldhütte 1,6 Millionen kostet. Das Rot. Ich will nach Hause. Nehmt mich mit. Hallo? Boah. Stay still. Das war der direkte Weg nach Hause. Und es hat so lange gedauert. Ich habe ein bisschen Geld bekommen. Erlebe jede Situation so, als wäre sie deine letzte. Lambo kostet dann bestimmt 16 Millionen. Boah, aber es wäre schon schick, mit so einem Lambo durch diese abgefuckte Dings rumzufahren. Hey, so how was your day? Everything okay? Sie will meinen Rucksack nicht. Okay, meine ganzen Klamotten packe ich dahin. Was meine Frage noch wäre, wie... Also den Rucksack verliere ich bestimmt nicht, richtig? Verliere ich die Klamotten? Ich ziehe mich um. Ich ziehe mir schäbige Sachen wieder an. Das Unterhemd. Und die Cap kann aufbleiben, die finde ich eh kacke. Lüftungsrohr. Es ist Schrott. Es mag dir so vorkommen, als würdest du das nicht brauchen, aber in Woodbury wird das sich definitiv als nützlich erweisen. Die wichtigste Komponente des Computers, die das Zusammenspiel aller Komponenten gewährleistet, sie enthält wertvolle Elemente. The cooler design to cool the computer case. Ach, the cooler design to cool the computer case. In good condition. Ich pack erstmal alles weg. Was ich verkaufen kann, was ich damit mache, wie, wo, wer, was, mache ich erstmal so. Muni wäre halt gut. Ein cooler Bro. Das ist cool. Und nicht Backpack Battles. Battles ist. Mann, alle erzählen immer von Backpack Battles. Und ich, das bestimmt. Ich muss irgendwie, vielleicht will ich es doch irgendwann spielen. Vielleicht doch irgendwann. Erstmal. Wieso habe ich so wenig Platz im La. Oh, wenn man scrollen kann. Entschuldigung. Hauptsache erstmal beschwert. Okay, ich glaube, wir lassen das Geld hier drin. Einfach das Geld immer da drin. Come anytime. Auf Wiedersehen. Take care of yourself. Pack Paddles, ja. Okay. Wir gehen mal ganz kurz zu... Wie hieß er nochmal? Abad? Hubert? Wir gehen zu Oma. See this scar? Scratch. Hallo, Eddard. Well, soldier, have you registered? Great. Let's do some trading. Or you can ask me anything you're interested in. Handeln. I have an extensive arsenal. Choose what you want. Ach, das ist ja... Ich habe jetzt Geld. ja, okay, ich mach reparieren. Muss ich die rausnehmen? Ja, ich habe schon R. Er repariert nicht? Muss das nicht repariert werden, zufällig? Reparieren für 5... Ja. Ach, ich hab... Oh, für wie viel willst du...
das reicht schon. Die muss nicht repariert werden. Okay, und jetzt? Oh mein Gott. Eine Weste für 10.000? Ich würde dafür zahlen. Ah, jetzt geht's. Ich kauf mal. Wir haben echt viel verballert. Wir haben nicht so viel Geld mitgenommen. 48 kaufe ich und dann haben wir schon wieder nichts mehr, ne? Sehr gut. Thank you for your purchase. Danke. Until we meet again. Deswegen habe ich es wieder ausgemacht. I know what it's like to see. So, jetzt würde ich alles andere, was ich noch habe, wegpacken. Have a great day. Hey, good to see you. Anything of value for the storage? Schönen Abend noch und schlaf später gut. Feel free to use it. Wie war das mit alles ins Lager getan und dann war es weg? Ich habe nichts mehr zum Heilen. Ich bin gerade ein bisschen traurig. Jetzt ist das Geld weg, oder was? Ah, jetzt ist wieder da. Everything is ready. See you again. Sag dir auch, dass man ihr trauen kann. Du hast recht. How can I help? Weiß ich nicht. Zeig mal Lager. Your belongings will be safe and sound. Ja, das sehe ich. Danke. Bitch. Safe im Zelt ist der safer. Ich bin mir nicht sicher. Wenigstens keine Platzprobleme. Du hast recht. Scrollen habe ich versucht, geht nicht. Also ich scroll die ganze Zeit immer so ein bisschen. Nein, auch das leider nicht. Vielen, vielen Dank. Ready. If you need anything else, I'm Jip. Always here. Ja, du mich auch. Jip? Jippelkoi? Jippelkoi. Take care of yourself. Ich dachte gerade, wie sehe ich denn aus? Warum siehst du... Sieht ein bisschen aus wie Billie Eilish, oder? Also vom Gesicht sie vom Outfit her. 0%. Ich hab Kugeln, 50. Das ist alles, was ich hab. Also. Warte mal. Oh, es gibt eine Taschenlampe. Auf H. Ich kann nur abbrechen drücken. Ich kann nicht alle annehmen. Gitarren. Capodaster. Aha. Akustische Motive, ja klar. Das so, ja. Ha, wie hell, das stimmt. Na, das wäre vorhin praktisch gewesen. Da sind wir nämlich vorbeigelaufen. Hast du Klamotten für mich? Die hat mir alles... Alles hat sie mir weggenommen. Today I had a damn strange dream. What was it about? Tell me. It was like we've been surviving here for a year, but suddenly all es war ein Korb, oder? In meinem Zelt. Okay, können wir gucken. Also wir looten dann gleich. Ich meine, das Gute ist... Ich habe ja eh nichts mehr. Deswegen kann ich auch nichts mehr verlieren. Wir gucken dann, ob wir es im Zelt ablehnen können. Wer weiß, dass das Leben fließt, spürt keinen Verschleiß und braucht keine Ausbesserung oder Reparaturen. Und wenn der Arm bricht?
Gut, dass ich extra die hässlichen Klamotten angezogen habe. Damit ich die schönen nicht verliere. Ich gehe einfach. Wisst ihr, Minecraft Hardcore wäre für mich weniger schlimm. Dann stirbt man halt. Dann hat man halt nichts mehr. Fängt man halt von vorne an. Aber so? Okay, let's go. Kann ich jetzt eigentlich noch Sachen annehmen? Dass ich gucken kann, dass ich das annehme, was am nächsten ist? Da hat sie noch Klamotten an. Jetzt haben wir... Also wir wurden bis aufs letzte Hemd ausgeraubt. Und ich bin immer am Arsch der Welt und wüsste nicht mal, wie ich nach Hause komme. Es sind nur ohne Rucksack. Es gibt den Evakuierungsort, da oben ist alles Evakuierungsdings. Hallo Marcy. Es gibt drei Evakuierungsorte, wenn ich es richtig sehe, mit Rucksack. Das war's. Cool. Naja. Wir können nichts mehr verlieren. Oh, schön. Schiebermütze, ne? Und? Ey, da ist ein Loch im Pulli. Guck mal, jetzt sehen wir aus. Wir sehen aus wie ein kleiner Lumpi. Deswegen wird uns niemand umbringen, weil wir sehen auch nicht aus, als hätten wir was. Wir haben ein Loch im Pulli. Da piept's. Ach, das ist das. Du kleiner Schlumpi-Bumpi. Gregor Ian Lovell. Was? Invest with confidence. Ich bin unschuldig. Bitte nicht. Ich habe Frau und Kinder, was? Nimm meine Klamotten, du hast recht. Man soll nehmen, was man kriegen kann, nicht wahr? Vielleicht sollten wir die Waffe in die Hand nehmen. Ich habe das Gefühl, die schießen sich alle gar nicht gegenseitig ab, oder? Das ist hier gar nicht so PvP-Boom-tot. Okay. Der schießt bestimmt nur Zombies ab. Low-Level Fatal Error. DXGI-Error-Device. Hung. DXGI-Error-Device removed. Hä? Was heißt das? Also das mit dem Hung kenne ich. Das hat Hunger scheinbar. Okay, Leute. Wir haben 116 Minuten gespielt. Das ist ein Wink mit dem Zaunpfahl. Gebe ich zurück. Ich sag mal so, ich bin jetzt nicht der größte Freund davon. Also, es fühlt sich sehr clunky an beim Schießen. Also, es ist halt schlimm genug, dass ihr sehen könnt, was ich meine. Machen wir das mal. Wie macht man das? Hilfe.